In diesem Video möchte ich einige Dinge zum Bilderimport in Keynote sagen und zur Reihenfolge von Folien. Ich habe eine neue Präsentation ohne Inhalt und einen Ordner mit Bildern, die ich aus Figma exportiert habe. Die Bilder haben die Größe 1920x1080, also Full HD Format. Eines ist angeschnitten und eines ist kleiner als die anderen. Das wird jetzt hier nur vergrößert dargestellt, weil der Finder so eingestellt ist in der Vorschau. Und diese Bilder möchte ich in Figma importieren, in Keynote. Und ich kann das tun, indem ich die Bilder markiere und dann auf einer Folie loslasse. Das ist eher unordentlich. Oder was besser ist, in der Regel ist das zielführend, weil für jedes Bild eine Folie gemacht werden soll. Ich kann die Bilder nehmen und in die Seitenleiste ziehen und dort loslassen. Und das gibt mir eine Folie pro Bild. Das kann die Arbeit sehr verschnellern. Und wenn die Bilder die richtigen Abmessungen haben, werden sie auch gleich passgenau eingefügt. Dieses gelbe Bild ist schmaler als die anderen, aber gleich hoch wie eine Folie und wird dann eingemittet. Und das grüne Bild ist kleiner als die anderen, wird 1:1 positioniert, also weder vergrößert noch verkleinert und eingemittet. Etwas störend kann sein, wenn hier Text hinter dem Bild sichtbar ist. Das sind zwar Platzhaltertexte und wenn ich in den Präsentationsmodus gehe, sehe ich das nicht. Ich kann auch die Bilder von Hand löschen, auch das ist eher mühsam. Ich kann aber auch die Folie auswählen, oben links, oben rechts auf den Pinsel klicken und dort das Folienlayout ändern und ein anderes Layout ohne Text auswählen, vorausgesetzt ich habe das in meinen Masterfolien so drin. Ich kann auch mehrere Folien auswählen in der Seitenleiste und den gleichen Arbeitsschritt machen und das dann für mehrere Folien gleichzeitig ändern. In der Seitenleiste sind die Bilder, die ich importiert habe, eingerückt und das bedeutet nur, dass die Folie hierarchisch aufgebaut wird oder die Präsentation wird hierarchisch aufgebaut, das heißt, die weiße Folie ist dann die Kapitelüberschrift und der Rest ist dem untergeordnet und ich kann das auch so einklappen, indem ich auf einen Pfeil klicke neben dieser weißen Folie. Das hat aber auf den Ablauf der Präsentation keinen Einfluss und du kannst es auch ändern, indem du die Folien packst und nach links ziehst und dann werden sie gleich angeschlagen und es gibt keine Hierarchie mehr. Du kannst auch eine Folie nehmen und jetzt sind immer noch alle markiert. Du kannst eine Folie nehmen und sie verschieben. Du kannst eine Folie auswählen, einen Rechtsklick darauf machen und sagen, dass du sie ausblenden möchtest. Dann wird sie so minimiert. Und jetzt wird von der orangen Folie direkt auf die rote gewechselt, wenn ich präsentiere. So kannst du Präsentationen kurz vorher ändern, indem du gewisse Dinge herausnimmst, wenn es dir zu lange scheint, ohne dass du gleich etwas löschen musst.